und herzlich willkommen bei Alfons Zeileis. Mein Name ist Johanna Nägelsbach. Ich bin die Großnichte des Malers Alfons Zeileis. In diesem Video werden wir Professor Karl von Mahr wieder begegnen, einem Professor von Alfons Zeileis. In den Jahren 1910 und 1911 greift er in die Geschichte ein. Wie? Das erfahrt ihr in diesem Video. Sobald Hugo von Tschudi sein Amt als Direktor der staatlichen Gemäldesammlungen angetreten hatte, organisierte er nicht nur die staatlichen bayerischen Kunstsammlungen um, er sah sich auch in München, Berlin, London und Paris nach Neuerwerbungen um. Er schrieb an seinen Assistenten Heinz Braune, dass man sich wohl immer mehr auf den Erwerb moderner Bilder verlegen müsste, weil die großen Impressionisten, also Monet, Manet, Degas etc., schon teuer und rar geworden wären. Wegen des geringen Budgets konnte Hugo von Tschudi nicht viele neue Werke für die staatlichen Kunstsammlungen erwerben. Zum Beispiel das Stillleben Gerupfte Pute von Goya, die Entkleidung Christi von Greco, die Schleuse von Optevaux von Courbet, wie er glaubte, und Münchner Schule, zum Beispiel Leibl, Maler Sattler mit Dogge. Die Schleuse von Optevaux wurde über 100 Jahre später bei einer Restaurierung als Werk d'Aubignys entlarvt. Was für ein Krimi! Es gab sogar eine Sonderausstellung in der Neuen Pinakothek dazu. Auch ein Hugo von Tschudi konnte sich irren. Die Bilder sind übrigens alle aus dem digitalen Bestand der Pinakothek und werden unter offener Lizenz zur Verfügung gestellt. Es lohnt sich sehr, den digitalen Bestand der Pinakothek zu besuchen. Die Links findet ihr unter dem Video auf YouTube. Wie bereits in Berlin nutzte Hugo von Tschudi auch in München seine hervorragenden Kontakte zu Kunstsammlern und Mäzenen, um Bilder für die staatlichen Kunstsammlungen als Schenkungen zu erhalten. Auch solche Bilder mussten von der Kommission genehmigt werden. Die Mitglieder der Kommission waren größtenteils Künstler. Wie bereits erwähnt, befinden wir uns im Jahr 1910 in einer wesentlichen Veränderung. Lange Zeit wurden Museen von Künstlern verwaltet. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird diese Aufgabe zunehmend von Kunsthistorikern übernommen, die Sammlungen nach wissenschaftlichen und kunsthistorischen Gesichtspunkten gestalten. Hugo von Tschudi stellte am 21. Juli 1910 den Antrag auf Annahme des Bildes Drama von Daumier als Schenkung. Es wird abgelehnt. Ein erneuter Antrag am 17. Dezember 1910 auf Kauf des Bildes wird ebenfalls abgelehnt. Wer sind nun die Negierer und Verhinderer, wie von Tschudi sie bezeichnet? Die Kommissionsmitglieder Friedrich August von Kaulbach und Karl von Mahr lehnen sowohl die Schenkung als auch den Erwerb dieses Bildes ab. Es wird später im Rahmen der Tschudi-Spende dennoch in den Besitz der staatlichen Kunstsammlungen kommen. Friedrich August von Kaulbach ist Maler und war von 1886 bis 1891 Direktor der Akademie der Bildenden Künste in München. Karl von Mahr ist Künstler, Professor an der Akademie der Bildenden Künste und wird von 1919 bis 1924 deren Direktor sein. Im Jahr 1909 ist er Professor von Alfons Zeileis. Beide Maler pflegen einen eher traditionellen Malstil. Bilder beider Künstler befinden sich heute im Besitz der bayerischen Kunstsammlungen, sind allerdings im Gegensatz zu Daumiers Bild nicht ausgestellt. Im Falle der Herren von Kaulbach und von Mahr kann man wohl von einem Interessenskonflikt sprechen. Man fragt Künstler, die selbst gerne ihre Bilder in einer Sammlung sehen möchten, ob sie es gut finden, wenn Bilder anderer, deutlich modernerer Künstler, also von Konkurrenten, in die Sammlung aufgenommen werden. Die Ablehnung kann nicht überraschen. Es geht sowohl um die Reputation, die die Aufnahme eines Bildes in eine Sammlung bringt, als auch um handfeste finanzielle Motive. Das Problem liegt in der Organisation der genehmigenden Kommission, welche Interessenskonflikte der Entscheider nahezu unvermeidbar macht. Vielen Dank, dass ihr euch mit mir zusammen die Neuausrichtung der staatlichen Galerien in München angesehen habt. Warum waren damals eigentlich so viele Künstler gegen französische Kunst in den Galerien und Museen?
Woher kamen diese Ressentiments? Darüber reden wir im nächsten Video.